bin ein Mensch aus Syrien und ich wohne in Halle in Deutschland. Ich darf mein Gesicht und Name nicht zeigen, weil meine Familie noch in Syrien ist. Sie können verfolgt werden, wenn ich sichtbar bin. Es ist mir sehr wichtig, gegen Abschieben am Wochenende zu demonstrieren, weil wenn ich abgeschoben werden würde, soll das sein, dass ich festgenommen und inhaftiert würde. Und vielleicht getötet auch. Nur weil ich politisch gegen Assad bin.